Für mich ist die junge Caritas auf jeden Fall sehr viel Gemeinschaft. Zusammen irgendwas bewegen, irgendwas anpacken, ganz viel Spaß und vor allem neue Dinge tun, die vorher irgendwie so, ja, noch keiner getan hat. Dinge anpacken. Hier nicht nur ein Spruch. Zusammen mit Jennifer Klagges und dem Café Pan setzen die Jugendlichen ihre Ideen von Kirche um. Das ist eine andere Art von Kirche und Caritas, aber es ist Kirche und Caritas. Und jede Möglichkeit nutzen, wo ein Interesse schon da ist, da auch mitzugehen und nicht zu sagen, ich hatte aber einen anderen Plan, sondern flexibel zu sein und zu sagen, ich gehe auch den Plan mit, den die jungen Leute haben. Und gute Ideen gibt es bei der Young Caritas immer. Die letzten Aktionen, gerade im Sommer, waren hauptsächlich um das Thema, ja, Umwelt, Zero Waste, da haben wir auch was gemacht. Blogging wurde da gemacht, das heißt alles so Themen, die mit dem, ja, Umweltschutz zu tun haben. Jennifer Klagges ist immer wieder begeistert vom großen Engagement der Jugendlichen. Für sie ist klar, die Jugendlichen wollen sich für ihre Gemeinde einsetzen. Mach weiter. Wir hatten hier zum Beispiel einen Poetry Slam Abend, wo die Teilnehmenden ihre Themen nach außen tragen konnten. Und das hat mir nochmal gezeigt, die haben auch alle was zu sagen. Und ich bin froh, dass ich Teil dessen bin, den jungen Leuten ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Mit dem Projekt Toleranzbank setzt sich die Young Caritas deutschlandweit für die Rechte von Minderheiten ein. Die Jugendlichen wollen etwas verändern, mitreden und die Zukunft mitgestalten. Wir haben da unter anderem LGBTQ draufgeschrieben, LGBTQ+ draufgeschrieben, was ja heutzutage gar nicht so populär in der Kirche ist, aber was sich meiner Meinung nach auf jeden Fall verändern wird. Das heißt, ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir da was ändern können und dass sich auch was ändern wird und, ja, dass die Kirche mit unserer Generation offener wird. Ich will singen, ein geistiges Loblied, wenn der Tag an. Verschiedene Religionen, die nicht miteinander beten können, aber sie können miteinander meditieren, also miteinander still werden, miteinander zu sich selbst kommen und diese Verbundenheit untereinander spüren im gemeinsamen Schweigen. Und das ist für mich oder für eigentlich alle, die wir das miteinander machen, ein ganz tiefes Erlebnis. Etwas verändern und Gemeinschaft schaffen, das ist die Idee von Schwester Maria Ignatia. Bei der interreligiösen Meditation finden Menschen aller Glaubensrichtungen zusammen. Die Gemeinsamkeiten stehen im Vordergrund, nicht die Unterschiede. Menschen, die sich nach Transzendenz sehnen oder auch ein Gespür haben dafür, alle sind eingeladen, unabhängig von ihrem Lebens- oder Glaubenskonzept. Und diese Offenheit, die ist eine, ja, es führt aus einer Enge in eine Weite, die, glaube ich, ganz vielen Menschen gut tun könnte. Diese Offenheit leben die beiden Frauen. Den Weg als Ordensschwester haben sie früh gewählt. Und das Kloster Bestwig ist zu ihrer Heimat geworden. Als ich zum ersten Mal hier war und das Abendgebet der Schwester mitgebetet habe, haben die Schwestern das Gebet gesungen und am Schluss ein dreistimmiges Lied gesungen. Das ist so ein bisschen Tradition in unserem Orden. Und da dachte ich, that is it. Also da war mir als Musikerin natürlich das Herz aufgegangen. Und das war vor 36 Jahren. Ich bin immer noch so fröhlich dabei wie am Anfang. Aber nicht jeder findet seinen Weg im Kloster, sondern in der Natur. Josef Lumme ist regelmäßig in seiner Heimat Schmalenberg unterwegs. Viele bedeutende mittelalterliche Pilgerwege gibt es im Sauerland. Und egal ob allein oder zusammen mit anderen, für Josef Lumme ist das Pilgern etwas ganz Besonderes. Für mich bedeutet das Pilgern nicht einfach lauf losgehen, ein Ziel haben zu wollen, sondern wirklich mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und Dinge zu entdecken, an denen man sonst achtlos vorbeigeht.
und auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die das Pilgern begeistert und dann unterwegs auch noch spirituelle Orte zu finden, wie hier in diesem Moment diese Kapelle, dort einzukehren, innezuhalten, ein kurzes Gebet zu sprechen, einen Impuls zu bekommen und ja auch Stärkung für den Alltag zu bekommen. Und wenn man dann in den Alltag geht, gestärkt und mit anderen Erkenntnissen. Mit dem Projekt des Erzbistums Paderborn, Orte verbinden, werden neue Pilgerwege geschaffen, denn es gibt immer noch viel zu entdecken im Sauerland. Einen der neuen Pilgerwege hat Gabriele Siepe selbst entwickelt. Ich finde es einfach interessant, auch so im heimischen Raum Pilgerwege zu entdecken. Und ich sag mal, diese, die jetzt über Orte verbinden erstellt werden, die wir selber gemacht haben, das sind, ja, da steckt unser Herzblut drin, ne? Es wird also sicherlich nicht der letzte Pilgerweg von Gabriele Siepe sein. Ehrenamtliche unterstützen möchte auch Sabine Jasper-Neite. Dafür hat sie im Pfarrhaus in Alt-Wormbach eine Bibelwerkstatt gegründet. Die Bibelwerkstatt ist zum einen ein Ort, hier dieser Raum mit seinen Büchern zur Bibel, mit seinen Arbeitshilfen zur Bibel, mit allem, wo man mit Bibel arbeiten kann. Zum anderen ist es ein Programm, was wir auch außerhalb dieses Raumes stattfinden lassen, wo wir Veranstaltungen machen zum Thema Bibel. Die Bibel verstehen und anderen näher bringen. Das ist das Ziel der Bibelwerkstatt. Damit möchte Sabine Jasper-Neite den Ehrenamtlichen in den Gemeinden bei ihrer wichtigen Arbeit helfen. Die Ehrenamtlichen, und da gibt es wirklich ganz viele in unseren pastoralen Bereichen hier, die sind wirklich da, um in ihrer Gemeinde das kirchliche Leben aufrechtzuerhalten. Und die Gemeinde heißt Gemeinschaft, und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich weiß, dass ich Glauben nicht alleine leben kann. Nur im Austausch mit anderen und im Zusammenkommen mit anderen kann ich Erfahrungen im Glauben machen. Dann merkt man, die Bibel ist nicht ein Buch von vor 2000 Jahren, wo keiner was mit anfangen kann, was man lesen kann wie ein Roman, sondern es hat wirklich immer noch was mit mir persönlich zu tun. Und das ist dann tiefer Glaube, das kommt dann ins Herz. Gleich gegenüber vom Pfarrhaus liegt die Kirche St. Peter und Paul, eine Urpfarrei des Sauerlands. Ein Ort mit vielen Geschichten und Erinnerungen. Reinhard Hermes kennt die Geschichten dieses Ortes. Eine ganz besondere ist für ihn die des Lebensbaumes. 1945, den 1. April, Ostersonntag, hat eine Flieger eine Bombe ausgeklingt und die ist über den Baum auf den Friedhof gefallen. Hat also den Baum die Spitze gekostet, ist aber als Blindgänger liegen geblieben. Also ich bin auch in der Generation in den 50er Jahren geboren, deswegen wissen wir das ja nicht mehr. Auch nicht mehr zu schätzen, was das für ein Glück gewesen ist, weil die Kirche wird in den Ostertagen ja auch voll besetzt gewesen sein. Und man kann sich vorstellen, was dann passiert wäre. Auch persönliche Geschichten verbindet Reinhard Hermes mit diesem Ort. Sein Vater und sein Großvater sind hier beerdigt worden, unter einfachen Holzkreuzen. Eine Tradition, die zeigt, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind gleich. Eine Sache, die unser Pastor Rösing in die Wege geleitet hat, der ist auch selbst im Ersten Weltkrieg gewesen, hat dann gesagt, im Tod sind alle gleich, arm oder reich, groß oder klein. Und wir wollen in Wormbach keine Monumente schaffen. Und da hat man sich darauf geeinigt, nur schlichte Eichenholzkreuze zu nehmen. Die Kirche St. Peter und Paul hat nicht nur viele Geschichten, sondern in ihrem Inneren auch Geheimnisse, wie die uralten Tierkreiszeichen an ihrer Decke. Ein Geheimnis, das bis heute ungelöst ist. Was bedeuten diese heidnischen Zeichen oder wie sind diese Tierkreiszeichen in eine christliche Kirche gekommen? Aber sie sind einmalig nördlich der Alpen, also man findet sonst nirgendwo diese Tierkreiszeichen in einer kleinen Dorfkirche. Eine andere Besonderheit ist die große Verehrung der heiligen Walburga. Denn eigentlich sind die Schutzheiligen der Kirche ja St. Peter und St. Paul.
Menschen sind hier nach Wormbach gepilgert, weil sie sich Hilfe bei Augenleiden erhofften. Früher hatte man nicht so die Ärzte parat und man erhoffte sich Hilfe halt bei Gott. Und man brauchte einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin. Und das fand man in der heiligen Walburga. Bis heute kommen einmal im Jahr die Menschen, um zur heiligen Walburga zu beten. Für Monika Winzenick ist dies immer ein besonderes Ereignis. Ich erlebe auch, wie die Menschen dann gestärkt nach Hause fahren. Und dadurch wird der Glaube vertieft. Man fährt gestärkt und ermutigt nach Hause. Und diese Stärke geben die Menschen zurück. Mit ihrem Engagement und ihren Ideen für eine starke und lebendige Gemeinde.